So, hallo zusammen, wir sind hier im Kindercamp in Muttenz, im Kriegacker Sportzentrum. Und neben mir ist jetzt gerade Nuno Damaso. Für einige aus dem Kampfsportbereich kennen wahrscheinlich den Nuno Damaso, das ist also ein Begriff. Sag kurz etwas über dich, woher kommst du mal? Hi, hallo. Ich sage jetzt erstmal danke für die Einladung. Ich habe extrem viel Spass hier. Ich bin aus Portugal ursprünglich, in der Schweiz aufgewachsen. Und ich bin jetzt 51 und mein Leben, meine Berufung, meine Leidenschaft ist Taekwondo. Das ist jetzt erlebe ich seit 37 Jahren und seit 25 Jahren lebe ich professionell vom Taekwondo in der Schule da in Basel, wo ich täglich unterrichte. Und ja, ich habe ein grosses Geschenk in meinem Leben, dass ich das Hobby zum Beruf machen konnte. Wie bist du selber zum Taekwondo gekommen? Also hast du in dem Fall, du hast gesagt, du hast 37 Jahre. Ich gehe davon aus, du hast auch in der Kindheit irgendwann mal angefangen gehabt. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe einen älteren Bruder, der war sehr schüch. Und mein Vater hat mir Taekwondo gebracht, um ein bisschen Rückgrat zu geben. Und ich war der Gegenteil, ich war extrem turbulent. Aber das hat mich fasziniert. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, wenn du ähnlich gute Noten machst in der Schule und dich gut benimmst, darfst du ins Taekwondo. Und somit habe ich mit 14 Jahren angefangen, mit einem extremen strengen Lehrer, nach alten Methoden, mit alten Werten. Und das ist in dem Alter genau das, was ich gebraucht habe. Okay, sehr gut. Jetzt, wir reden vom Taekwondo. Ich denke, für viele ist das noch kein Begriff jetzt, oder sie haben das sicher schon mal gehört gehabt, aber können sich nicht genau etwas darunter vorstellen. Ganz aktuell, jetzt im Moment laufen die Olympischen Spiele in Rio. Auch dort wird Taekwondo, also ist ein Sportart Taekwondo in Rio, als wirklich Wettkampfsportart. Erklär doch bitte schnell, was soll man unter Taekwondo genau verstehen? Also Kampfsportart, aber was genau? Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst. Der Wort Taekwondo heisst Tai, springen und treten. Kwon ist die Hand und Do ist der Weg, der Tötungsweg, der spirituelle Weg, der Erziehungsweg. Die Komponenten gibt es ja in allen Kampfkunsten oder im Judo, im Kendo, der Begriff Do ist immer drin. Es kommt aus Korea und was Taekwondo ganz speziell macht, sind die Kicken. Die Kicken sind sehr spektakulär, besonders die Sprungkick, die Dreikick. Man sieht sehr viel Taekwondo im Kino. Wegen der Attraktivität der Kicktechnik, oder? Und dann hat Taekwondo zwei Seiten. Die traditionelle Kampfkunst, das ist wirklich für jeden Mann von 6 bis 77 Jahre alt, mit einem sehr vielseitigen Trainingsprogramm. Und dann gibt es die olympische Sportart, die man jetzt in Rio sieht. Das ist natürlich für die Elite, das ist der Freikampf. Man muss aber wissen, von den 160 Millionen Leuten, die Taekwondo machen weltweit, es sind nur 5%, die am Freikampf interessiert sind. Die anderen machen Taekwondo als Mittel gegen den Stress, für die Selbstständigung, für die Fitness, für die Alltagsbewältigung. Das ist ein sehr vielseitiges Spektrum. Aber wie gesagt, ein grosser Charme am Taekwondo ist sicher die Mischung von Körper- und Geisttraining und gleichzeitig für die Jungen die extreme Dynamik, die Taekwondo hat. Das ist sehr interessant. Viele Ausführungen jetzt und du hast auch beides gemacht, du machst natürlich auch alles, auch die Wettkampfform hast du gemacht, du bist auch dort sehr erfolgreich gewesen. Ja. Ich glaube sogar mal dritt an der Weltmeisterschaft, ist das korrekt? Ja. Genau, und bist jetzt auch noch Trainer im Taekwondo von der Deborah Machler, ja. Habe ich vorher gesagt, wo man im Camp dabei war, als Leiterin auch in Thierville. Und was macht denn Deborah genau? Macht sie auch alle Formen, macht sie auch die Wettkampfformen, die du jetzt aufgezählt hast? Ja, also man muss differenzieren zwischen Freikampf und die Bewegungsformen, die Pumsei im Taekwondo heißt das, im japanischen Kata. Und Deborah ist sich dort spezialisiert. Ich bin selber 10 Jahre lang Profi im Kämpfen, im Freikampf. Deborah ist sich spezialisiert auf die Kür. Dort geht es um Bewegungsperfektion, um Genauigkeit, um Kraftkontrolle, um Stabilität. Es wird ein bisschen bewertet wie im Kunstturnen oder wie im Eiskunstlaufen. Dort ist man eigentlich mit sich selber alleingestellt. Man muss die innere Balance behalten und die beste Leistung bringen, wie es geht, von den Schiedsrichtern, die Kür präsentieren. Und das ist natürlich Kampftechniken, aber ohne Gegner. Gut, jetzt sind wir hier im Kindercamp und die Kinder in dem Camp, die dürfen jetzt das eben kennenlernen, die Kampfkunst, also Taekwondo.
Was kann das den Kindern bringen? Was für eben Wert oder sportliche Aktivitäten? Wie kannst du jetzt die Kinder fördern mit Taekwondo? Ja. Es ist interessant für mich, mit einem anderen Publikum zu arbeiten, das von anderswo eben kommt, oder? Wo ich jetzt ganz fest arbeite, diese Woche spezifisch, ist auf Schnellkraft, auf Gleichgewicht, auf Atmung, auf Stabilität, Orientation. Das sind Sachen, die ich heute am meisten angeschaut habe mit den Kindern. Aber wenn du fragst von der Differenzierung, Kampfkünste sind traditionell organisiert, mit sehr viel Disziplin. Und ich bin hier am Camp ein bisschen der böse, strenge Lehrer. Die Trainings sind ein bisschen quadrat als die anderen. Ich verlange sehr viel Achtsamkeit von den Kindern. Ich verlange sehr gutes Benehmen, sehr viel Ruhe. Nicht immer einfach für die Kinder. Aber dann, wenn ich auch sehe, die Bewegung, die sie rausbringen, aus der Ruhe, die Qualität, die rauskommt, macht mir wieder auch Spass. Und eigentlich probiere ich auch da, meine Kunst treu zu sein und mich nicht anpassen. Ich unterrichte Taekwondo und ich mache das in Taekwondo-Art, oder? Dann sind wir alle gespannt, wie das aussieht, wie der Nuno trainiert mit den Kindern. Wir werden auch jetzt gleich einen kleinen Ausschnitt sehen. Und vor allem, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du sagst, du bist ein strenger Lehrer, also mit so einem Schmunzeln. Aber wahrscheinlich täuscht das ein bisschen, so ein spitzbübiges Schmunzeln. Wir sind sehr gespannt und schauen jetzt gerade mal rein, wie der Nuno und der Maso die Kinder trainieren, hier im Kindercamp in Mutzenz. Merci vielmals, danke Nuno, dass du die Zeit nimmst. Danke dir, merci. Merci. Ich habe eine Frage. Was ist das Ding dahinter? Ein Mensch. Was hat der Mensch in der Hand? Eine Kamera. Ein Foto oder eine Kamera? Eine Kamera. Und wenn es eine Kamera ist, was gibt's? Ein Film. Das heißt, das Programm ist Tai Chi. Aber wir machen wieder ein bisschen Taekwondo. Und wir zeigen ein bisschen, was ich gelernt habe. Aber es muss mega super sein. Es muss einfach super sein, oder? Achtung! Starker Fuß! Ein bisschen öffnen. Vorne. Zurück. Linke vorne. Arme zurück. Ohne Stellen. Nur mit der Atmung. Achtung, nächste Geschichte.